Herzlich willkommen zum letzten Vortrag vor der Mittagspause. Wir haben aber selbstverständlich wieder ein spannendes Thema. Und zwar wird uns Johannes Lauer etwas erzählen über HIR, XYZ und QGIS, ein neuer Open Source Map Hub made by HIR. Bitteschön. Ja, vielen Dank und vielen Dank für die kurze Einführung. Herzlich willkommen am zweiten Tag von der FOSGIS, von uns, von HIR. Wir sind unten auch vertreten mit einem Stand. Wenn jemand Interesse hat, später vorbeizukommen, schaut euch das an. Mein Name ist Johannes Lauer, wie eben schon gesagt. Kurz vorab, ich würde euch gerne bitten, schaut mal kurz auf euer Mobile und ladet euch den QR-Code-Reader runter, weil wir haben nachher noch eine kleine Live-Demo vor, zu der wir eure Hilfe brauchen. Dazu später mehr. Okay, HIR. Ich denke, das ist für einige von euch ein Begriff, für die meisten. Wer kennt HIR? Ja, schon recht viele. Okay, vielleicht so ein Methusalem unter den Mapping-Anbietern, weil vor über 30 Jahren ist die Firma in Chicago, glaube ich, entstanden, unter dem Namen Navtec, wurde in den 2000er Jahren von Nokia aufgekauft und dann vor knapp 4 Jahren von Audi, Daimler, BMW, den 3 Automotive-OEMs. Kurz zu dem Hintergrund. Und ja, wir sind mittlerweile ungefähr 9000 Mitarbeiter global. Weltweit haben Standorte in Frankfurt, wo wir herkommen, in Berlin, ein sehr großes Office, aber auch Chicago, Berkeley, Mumbai, Paris, kleine Offices weltweit. Also wir sind quasi global vertreten als Mapping Company und können Full-Stack anbieten, was Karten angeht, weltweit, proprietär allerdings. Wir haben Fahrzeuge, die mappen, wir haben Laserscanner, die HD-Karten aufnehmen und so weiter. So, was machen wir jetzt hier auf der FOSGIS? Das klingt jetzt alles so ein bisschen Automotive, ihr stattet Autos aus. Ja, wir bieten auch Open Source an und wir haben mittlerweile gut 52 Public GitHub Repositories. Wir haben ein Open Source Review Toolkit, der es euch ermöglicht, über eure Projekte drüber zu gehen. Gerade bei Firmen ist es ganz wichtig, dass man die Lizenzen immer einhält. Das ist Open Source, könnt ihr euch unter GitHub runterladen, anschauen, eure Software checken. Wir haben ein TinTerrain Modeller, der zur Konvertierung von GeoTIFFs in TINTs die ermöglicht. Und wir haben das XYZ-Projekt hier im GitHub mit dem CLI und das QGIS-Plugin, das wir vor einiger Zeit auch dazu entwickelt haben. Das Projekt ist super fresh, ist in der Beta-Phase und ja, es passiert sehr viel im Open-Source-Bereich. Wir sind unter anderem auch Mitglied der Linux Foundation und der Todo Group. Also doch engagiert in diesem Bereich. Ja, jetzt gehen wir ein Stück weiter. XYZ, ja, 3 tolle Buchstaben. Ich glaube, hier in der Geo-Community muss man das nicht erklären. Steht einfach für die 3 Koordinaten, Höhe, Länge, Breite. Und was ist das Produkt? Ja, XYZ ist ein Cloud-based Location Management System, ein System, bei dem ihr Daten hochladen könnt in die Cloud, die Daten verwenden könnt, mit den Daten rumspielen könnt. Es skaliert sehr gut. Das Problem, was wir gesehen haben, ist, ja, man lädt Daten hoch. Nicht jeder kann das, nicht jeder kann Geo-Server installieren, nicht jeder ist ein GIS-Experte. Das heißt, die Schwelle ist für manche relativ hoch, wenn ich jetzt in einem normalen Business arbeite, was nie mit Geodaten zu tun hat. Ich möchte aber vielleicht meine Standorte irgendwo visualisieren. Da kann ich vielleicht keinen Geo-Server installieren oder ich habe jetzt kenne keinen Freelancer, der mir sowas macht. Ja, das sollte irgendwie einfach sein. Das Tool ist aber auch von Entwicklern für Entwickler. Man hat sehr viele Möglichkeiten. Wir haben sehr viele Schnittstellen. Das Tool ist interoperabel. Dazu weiter mehr. Es ist einfach und bequem. Ich erkläre jetzt relativ viel, aber es gibt gleich noch eine kleine Demo dazu. Wir können mit einem Renderer dort drauf gehen. Es gibt ein On-the-Fly-Tiling der Daten über die bekannten Formate.
kommt er drauf. Und ja, was steht dahinter? Open, klar, sonst wären wir nicht hier. Unser Projekt ist open. Wir verwenden offene Standards, GeoJSON. Unser Code ist zu weiten Teilen schon in GitHub, more to come. Wir arbeiten mit der US-Community zusammen, mit den Entwicklern. Und ja, es ist interoperabel. Das heißt, die Standards werden benutzt, genutzt, intern, extern. Ihr könnt damit arbeiten. Es geht ja, wie bei jeder normalen, gewöhnlichen GIS-Software. Es ist jetzt kein proprietäres Format. Ihr bekommt euer GeoJSON raus und könnt damit gleich weiterarbeiten. Und das super coole ist, es ist Realtime. Und man kann die Daten verändern. Der Nächste arbeitet dran. Das geht alles on the fly. Ja, wie greift man darauf zu? Wir haben selbst zwei Zugänge. Einmal ist es unser XYZ Studio. Das seht ihr jetzt in einem kleinen Video. Links Editierfunktion. Kommt ihr auf die Daten, die ihr in den Datenhub geladen habt. Könnt die verändern, könnt die erweitern, könnt die editieren. Könnt die stylen zu upsala, solchen Karten auf der rechten Seite. Und könnt ihr auch publizieren für andere, könnt ihr in eure Webseiten einbinden und so weiter. Dann gibt es ein Command-Line-Interface für die, die gerne auf der Shell arbeiten. Die bietet nochmal etwas mehr Funktionen. Das alles geht über die API. Wir haben eine REST-API für diesen Service. Die REST-API ist beschrieben über OpenAPI, wahrscheinlich den meisten Entwicklern hier bekannt. Man sieht relativ schnell, hier hat man die Endpoints über HTTP. Man kann Spaces lesen, editieren, Features lesen, die Features editieren, löschen. Alles über eine sehr einfache API. Das heißt, wenn ich mein eigenes Tool schreibe, möchte irgendwie mit R Datenanalysen machen, auf diesen Daten beispielsweise, dann kann ich mir einfach erweitern und gegen dieses REST-Interface implementieren, die Daten dort ziehen, verändern, auch wieder dorthin zurückspielen in die Cloud. Und ich habe einfach einen sehr schnellen Storage zur Verfügung zum Speichern und Ordnen von Geodaten. So, ein paar Slides habe ich jetzt gezeigt. Ich würde euch jetzt gerne mal abholen mit einer kleinen Live-Demo. Und zwar, mal gucken, das ist immer etwas tricky vom Bedienen hier. Wir haben jetzt hier unser XYZ Studio. Ich mache das jetzt mal kurz anders. Und so, ich habe mich hier eingeloggt, das Studio. Da kommt ihr einfach rein über xyz.here.com. Single Sign-On, bin ich gleich schon drin. Ich erstelle jetzt einfach mal ein neues Projekt hier. Wir nennen das Foskis Demo. Ich kann hier eine Projektbeschreibung eingeben. Alright, dann kann ich eine Basemap auswählen. Da haben wir, klar, unsere Here-Karte gerendert. Wir haben aber auch OSM-Daten, Tilesen hier drin. Ich kann verschiedene Farbstile auswählen. Das ist mal die dunkle, die ist nicht so ganz so dominant. Okay, was kann ich noch machen? Ich füge hier einfach mal ein Datenset hinzu, ein leeres. Okay, ich hoffe, ihr habt alle euren QR-Code-Reader schon runtergeladen, für später. Dann möchte ich natürlich mal gucken, wo hier die Hochschule Dresden ist. Unser Geocoder findet das, prima. Zoomen wir mal ein bisschen rein.
müsste das Gebäude hier sein. Setzen wir da doch einfach mal einen Bubble drauf. Jetzt bin ich im Editiermodus. Ich kann hier Punkt, Linie, Polygon auswählen. Okay. Punkt drin. Speichern. Raus. Feature drin. Also straightforward, sehr easy. Ich kann mir die Daten angucken. Ich habe einen Record drin. Ja, der hat jetzt noch keinen Namen. Also neue Spalte, Name. Vosges. Okay, das war's schon. Die Daten sind drin. Alright, that's it. Erstmal. Hier die Karte. Jetzt switchen wir nochmal kurz zurück in die Präsentation. Und zwar hätte ich jetzt gerne, dass ihr diesen QR-Code kennt und euch diese Seite mal anschaut. Soweit ready? Seht ihr eine Seite mit einer Karte? Müsste ein Vosges-Logo drauf sein? Und zwar an der Stelle, an der ich eben geklickt habe. Ich werde jetzt einfach mal zu dem Link hin switchen. Und was ihr hier machen könnt, ja, da sieht man schon. Ich ziehe es mal nochmal rüber, mal kurz aus dem Präsentationsmodus raus. Ups. So, hier sehen wir die Karte und ja, klickt gerne weiter. Ja, da kommen eure Klicks über eure Karte in XYZ, in den Storage rein. Mehr. Das sind schon fast mehr Punkte, als Leute hier drin sitzen. Aber hier sieht man, wie das live passieren kann, also wie mehrere Leute über ein einfaches Token auf einer Website Karten editieren können, kollaborativ arbeiten können. Das sehen wir jetzt hier über die Website. Okay, ja, machen wir weiter. Aber ich bin hier natürlich auch auf der Karte und ich zoome jetzt einfach mal ein bisschen raus noch. Schau mal. Jetzt hier im Studio. Und hier sehen wir die natürlich auch in dem XYZ Studio. Also, erster Step: zwei Komponenten. Die Website von einem Entwickler gemacht, das im die Jungs von uns mal schnell zusammengehackt für die Live-Demo. Hier sehen wir die Daten im XYZ Studio. Aber es gibt natürlich noch mehrere Möglichkeiten, wie man mit den Daten arbeitet. Und zwar ist das unser QGIS-Plugin von, ja, wir haben natürlich gedacht, ja, toll, alles schön, wir sind jetzt die Datenexperten, aber es gibt eine super tolle freie GIS-Software wie QGIS und Interoperabilität heißt natürlich auch, dass man mit anderen Komponenten arbeiten kann und soll. Und da hat ein Student von uns, wir hatten zusammen die Idee, ja, lass uns doch ein Plugin dafür schreiben, dass wir die QGIS-Funktion nutzen können. Gesagt, getan, in der Beta-Phase wird man schnell das REST-Interface angedockt an unser tolles QGIS. Wir haben einen XYZ-Hub-Connector geschrieben, den können die runterladen aus dem Plugin-Repository bei QGIS. Gestern noch dank OSGeo haben wir die Version 1.5.6 hochgeladen. Und ja, der ist Open Source in unserem GitHub-Repository. Ja, wie kommt ihr da ran? Klar, über das GitHub-Repository. Ihr könnt selbst kompilieren, einen Code nehmen im GitHub-Repository.
Für die, die es einfach nur nutzen wollen, nehmt euch einfach das Ding aus dem QGIS Plugin Repo. Straightforward, wie bei jedem anderen Plugin. Dann könnt ihr auch über developer.hilk.com euch einen Account anlegen, den ihr braucht für unser Freemium-Modell. Das ist einfach nötig, um, um verschiedene Dienste von uns nutzen zu können, wie XYZ, wie verschiedene proprietäre Dienste. Ihr könnt euch Teils runterladen. Wir haben so ein Freemium-Modell. Einfach easy. E-Mail-Adresse angeben und dann bekommt ihr die Account-Daten und könnt gleich damit loslegen. Es geht in Sekunden. Okay, da Slides sind und da man das ja auch gerne nochmal irgendwie in einem QGIS sieht, habe ich das jetzt auch mal hier so vorbereitet. Also, wir gehen jetzt hier in QGIS Plugins und suchen nach XYZ und wir haben hier den XYZ Hub Connector. Der ist schon installiert. Dann erscheint hier dieses tolle XYZ-Logo, was ihr auch auf den tollen Stickern an unserer, an unserem Stand seht. Dann habe ich hier die Auswahl zwischen, okay, neue XYZ-Hub-Connection, ich kann Daten hochladen, ich kann hier Map-Tiles von unserem Tileserver andocken und Clear Cache ist eine Funktionalität. Klar, wir cachen die Daten im QGIS und da kann man noch, noch mal durchfegen. Dann nehme ich mir hier einfach so ein Token. Sehe, dass nichts passiert, was schlecht ist. So, zweimal klicken hilft. Jetzt sehen wir hier, okay, das sind meine Spaces, die ich hier drin habe in meinem XYZ-Account. Dann haben wir hier, ja, ich glaube, das ist der Space mit euren Punkten drin. Verbinden wir den noch mal. Zoomen ein bisschen raus. Jetzt haben wir die Daten im QGIS drin. War eben mal so frei und habe schon mal eine Hintergrundkarte reingeladen von uns. Und jetzt kann ich einfach das Style auch hier verwenden. Und man sieht, das ist beachtlich. Nicht gedacht, dass die Leute von so weit herkommen. Aber hier seht ihr die Karte mit den Punkten und es ist live. Die Daten liegen in unserem Space. Ihr könnt die jetzt editieren, ihr könnt die buffern, könnt weiterarbeiten, ihr könnt die sharen über einen Token, könnt die auf einer Website zur Verfügung stellen, könnt die nochmal in dem Studio weiter stylen. Also es eignet sich gut für kollaboratives Mapping. Was ich jetzt noch machen kann, gestern habe ich mal über einen OSM-Editor oder dieses OSM-Plugin kennen wahrscheinlich auch viele Quick-OSM. Kann ich einfach sagen, lad mir mal die OSM-Daten runter, alle Pubs in Dresden über die Overpass-API. Das heißt, die sind hier drin. Dann gehen wir mal zum Two-Layer. Das sind meine Pubs in Dresden. Was ich dann machen kann, quite easy. Ich kann die einfach hochladen zu einem XYZ-Space. Das Token ist schon drin. QGIS Pubs Dresden. Demo. Ich habe die Möglichkeit, das gleich zu sharen, also dass der Space offen ist für alle. Ich kann Copyrights angeben, ich kann verschiedene Lizenzen auswählen. Hier wäre dann auch die ODBL. Ich flitze jetzt mal ein bisschen schnell durch. Upload finish. Dann gehen wir doch nochmal zurück hier in die
Dashboard in den Data Hub. So, jetzt haben wir das auch schon hier drin. Jetzt haben wir hier die OSM-Daten reingeladen. Relativ schnell. Und ich könnte jetzt einfach nochmal neues Projekt. Foskis-Pubs. Ich lade hier mal einen neuen Datensatz, den ich eben hatte. Edit den. Ich habe jetzt hier meine Punkte ein bisschen klein drin. Das schaut noch nicht so dolle aus. Ja, ein bisschen dicker. So, das waren jetzt die Polygone, die ich hier hochgeladen habe. Klar. Man könnte auch die Punktfeatures nochmal hochladen. Also ihr seht, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedenste Formate auch hochzuladen. Das ist alles GeoJSON, was hin und her, hin und zurück geht. Genau, das war jetzt die Demo. Und danke für die Minute. Jetzt nochmal kurz auf die... Next Steps gehen. Und zwar, ihr habt jetzt quasi einen Teaser gesehen von unserem Produkt und was man damit machen kann. Probiert es aus. Was jetzt noch kommt, ist, dass natürlich mehr Inhalte draufkommen sollen. Wir sind gerade gestartet mit diesem Produkt und das kollaborative Arbeiten soll noch mal verbessert werden. Es wird mehr Open-Data-Inhalte geben in dem Hub, die dann verfügbar sind. Wir werden weitere Open-Source-Tools unterstützen, das einbauen, Rendere wie Tankram oder auch Routing-Engines. Und es soll ausgebaut werden, auch auf 3D-Daten. Also probiert es aus. Und das erste Feedback war eigentlich recht gut. Ging auch über verschiedenste Kanäle, über Twitter, über verschiedene Blogs. Ja, Steve Coast hat sich das auch mal angeguckt und war recht begeistert. Ja, feel free. Sprecht uns an, kommt runter zu unserem Stand und geht einfach unter explore.xyz.here.com und spielt damit. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Natürlich. Ja, ich wiederhole. Mein Name ist Alexei, ich bin Anwalt des Projekts. Sehr ist gut, ja. Jetzt habe ich deine Aufmerksamkeit. Deines Vortrags heißt ein neuer Open Source Markup made by here. Kannst du bitte erläutern, was genau daran Open Source ist, welches Produkt unter welche Open Source Lizenz steht, weil das kam nicht so sehr. Also es war irgendwie, wir nutzen viele offene Standards und offene Werkzeuge und haben ein paar Repos, aber kann ich denn Hub herunterladen, bei mir installieren und ausführen? Also den Hub haben wir momentan noch nicht im GitHub hochgeladen. Ist geplant. Die CLI gibt es im GitHub schon drin. Also more to come this year. Wir sind jetzt gerade aus der Beta-Phase am Aussteigen. Und das war jetzt ein Teaser, also alles sehr fresh. Wir arbeiten dran und stellen noch mehr Open Source zur Verfügung. Also Teile, wie gesagt, gibt's im GitHub und more to come. Ja, wir würden uns natürlich alle freuen, wenn das alles richtig schön Open Source ist und wir das alles selber machen können. Wir das auch. Sind ja alles Bastler hier.
Gut, noch eine Frage? Ganz oben. Wird es bei dem XYZ auch Möglichkeiten geben, komplexere Queries auszuführen? Also ich sage jetzt mal vergleichbar zum Beispiel mit Overpass oder einem Postgres, ähnlich wie das zum Beispiel bei Kato oder so ist? Also man kann über die Tags suchen, die die Daten haben. Man kann mit dem GeoJSON arbeiten. Wenn ich das jetzt mit der Overpass-API vergleiche, ist die natürlich wesentlich komplexer. Ist auch sehr stark auf OpenStreetMap-Daten zugeschnitten. Also diese Funktionalität haben wir noch nicht implementiert in dieser Weise. Man muss auch sehen, dass das XYZ ein Datenhub ist. Momentan ist es ein Cloud-Storage für die Daten. Und das ist jetzt der erste Schritt. Wir können durch das Andocken verschiedener Tools das Suchen auf der Client-Seite nachher auch nochmal verfeinern und das Processing. Aber rudimentäre Suchen stehen auch über das REST-Interface zur Verfügung. Vielen Dank nochmal für den Vortrag. Du hast gerade nochmal gesagt, dass das hier ein Data Hub sein soll. Wird es in Zukunft auch möglich sein, mit den hier Daten selber Operationen machen zu können als Anwender? Klar, ich meine, wir ich will hier mal einen Deckel. Hi. Also ich bin der Oliver Fink, der da auch draufsteht. Johannes hat den Vortrag gemacht. Ich bin für das Produkt verantwortlich und versuche hier auf die Open-Source-Schiene zu bekommen. Auch ein bisschen zu deiner Frage, ist das jetzt schon Open-Source oder wo geht's hin? Hier ist eine etablierte Firma, die Angst davor hat, mit Open-Source zu arbeiten. Das versuchen wir zu verändern. Deswegen sind wir auch hier und versuchen, mit euch in den Dialog zu kommen. Wo können wir als hier mit euch, als der Community zusammenarbeiten? Ihr seht schon mal zum ersten Mal, für hier ein riesiger Schritt ist überhaupt OSM-Daten in einem Service anzubieten, wo es die ganze Zeit eigentlich so eine Kluft gab zwischen, wir haben hier Daten und wir denken, das sind die besten und OSM, die spielen ja nur mit den Daten so ungefähr. Inzwischen versteht selbst eine Company wie hier, wir sind nicht die einzigen Daten. Es gibt ganz viele Daten, die existieren für unterschiedliche Use Cases. Wir können OSM nicht ignorieren, wir wollen es auch nicht ignorieren. Und genauso werden wir mehr und mehr hier Daten zur Verfügung stellen, sodass es leichter wird für Entwickler, die jetzt kein kommerzielles Agreement schon mit hier haben, freie Entwickler, die sagen wollen, ich will auf die hier-Daten zugreifen, aber auch mit OSM-Daten arbeiten, die beiden Datenquellen zu verbinden, was momentan aus legalen Gründen einfach nicht möglich ist mit den bestehenden Terms and Conditions, wo wir sagen, wenn wir das machen, dann wollen wir das richtig machen. Sowohl hier Daten als auch andere Open-Source-Daten sollen zur Verfügung stehen. Aber auf der gleichen Seite müssen wir natürlich dafür sorgen, dass wir die Lizenzbedingungen der verschiedenen Licenses, unter denen Daten zur Verfügung gestellt werden, wie die ODBL, eigene Licenses oder andere Creative Commons Licenses, unter denen was publiziert wird, dass wir unterstützen können, dass die eingehalten werden, dass die Daten richtig attributiert werden, wenn wir die publizieren ins Netz. Was für viele, die schon mal ein Mashup mit Open Data gemacht haben, die kennen die Schmerzen, dass man richtig die Datenquellen attributiert auf der Karte, wie man sie verwendet, wo man sie her hat. Und das ist das Ziel vom Hub, wo wir sagen, das können wir eigentlich einfacher machen, da können wir Unterstützung bieten. Es geht jetzt nicht darum, dass wir Besitz über die Daten ausüben wollen, sondern wir wollen es einfach für Entwickler gerade und für Leute, die noch nie mit GIS-Daten zu tun hatten, einfacher machen, mit solchen Daten zu arbeiten, weil was wir aus unserem Umfeld bisher gehört haben, 80-90% der Zeit von Kartografen oder Journalisten, die mit Open Data arbeiten, wird darauf verwendet, Datenquellen zu finden, die Daten von einem Format in irgendein anderes Format zu konvertieren, damit sie alle zusammen auf irgendeiner Karte gemeinsam genutzt werden können. Dann laufen irgendwelche geografischen Analytics-Prozesse drauf, dass Daten gemappt werden,
zusammengefasst werden, um die Geschichte zu erzählen, die man eigentlich mit den Daten erzählen will. Und wir sind der Meinung, diese Aufgabe ist noch zu komplex und wir versuchen, einfachere Tools zur Verfügung zu stellen, aber wir sind uns auch bewusst, wir sind nicht in einem Vakuum, wir sind nicht die Firma, die das nach vorne treiben kann, aber wir haben Know-how, wo wir helfen können. Und deswegen ist auch so ein bisschen die Frage an euch, wie kann eine Firma wie hier mit der Open-Source-Community und mit der Open-Data-Community und der OSM-Community zusammenarbeiten, ohne dass wir tatsächlich in ein Konkurrenzverhältnis treten, was wir nicht vorhaben. Wo können wir Know-how einbringen? Der Service ist frei, wie der Johannes gesagt hat. Wir haben ein paar Legal-Begrenzungen, die wir einfach einhalten müssen. Deswegen auch die Account-Registrierung am Anfang. Wir müssen wissen, wer diesen Service verwenden, weil wir legal dafür haftbar sind. Aber er ist frei zur kommerziellen Verwendung, frei zur offenen Verwendung, hat sehr, wie wir finden, sehr, sehr hohe Limits von der Datenstorage, die kostenfrei verfügbar sind, also 5 GB an Geodaten. Da muss man schon einige Punkte hochladen, bis man die erreicht hat und dann ist es noch das Traffic-Volumen. Und unser Commitment ist, bis Ende des Jahres bringen wir die Hauptassets wie den Hub, das Studio nach GitHub. Und damit höre ich auf zu reden. Ja, vielen Dank. Ich möchte auf gar keinen Fall eine Diskussion abwürgen, die sicherlich spannend ist. Aber ihr seid ja sowieso noch hier unten auf der Konferenz. Gibt es einen Stand? Genau. Ich denke, da werden jetzt in der Folge ein paar Leute auftauchen und wichtige Fragen stellen. Ich fand das schon mal sehr gut, dass ihr hier wart und das vorgestellt habt. Das wird schon.